Weißt du was, lustig? Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich überlege, das auf meine Buchliste zu setzen. Nämlich, weißt du, woher Jordan Peterson das hat, derart, sag ich mal, seine Geschichten zu erzählen, so von der sich aus Märchen und Ähnlichem seine Ideen zu holen oder auch aus Harry Potter oder sowas und da dann seine philosophischen Ansichten, sag ich mal, drauf zu klatschen. Das Ja. ist von Joseph Campbell, hat also ganz viel sich inspirieren lassen. Das sagt er auch selber. Und Joseph Campbell ist, der hat auch, ich glaube, das war Star Wars, ja, ich bin mir ziemlich sicher, das war Star Wars. Er hat George Lucas dazu inspiriert, Star Wars so zu schreiben, wie er es am Ende geschrieben hat. Der hat ein Buch, das nennt sich The Hero's Journey, also die Reise, sage ich mal, vom Helden. Und da geht es darum, wie jegliche Geschichten aufgebaut sind, also fa fast alle. Die meisten typischen Geschichten sind sehr ähnlich aufgebaut. Dazu gehören Märchen, alte Erzählungen, aber halt auch Sachen wie, ja, zum Beispiel, nicht Hogwarts, Harry Potter. Das ist in dem ähnlichen Stimmt, das habe ich Muster schon gehört, ja. aufgebaut. Ich kann es nicht genau wieder sagen, aber der Held ist letzten Endes in seiner Heimat und muss diese, um ein großes Ziel zu erreichen, meinetwegen, um das Biest zu Verlassen. erschlagen, um das Böse zu beherrschen, muss er diese Heimat verlassen. Auf dem Weg findet er neue Freunde, die ihm Neues beibringen, lernt mehr über sich selber auch. Dann kommen zwischendurch Probleme auf, irgendwie, die er dann überwindet. Und am Ende fährt er nochmal woanders hin, wo dann letztendlich das Böse ist, bezwingt das Böse und kommt am Ende wieder zurück zu Hause an. Da ist dann die große Feier. Es hat noch einzelne Unterstats, sage ich mal, aber das ist so die typische Geschichte, wie typischerweise Geschichten aufgebaut sind. Und woran sich viele jetzt auch weiterhin orientieren, weil das einfach ein Formular ist, sage ich mal, was funktioniert. Und ich habe das Buch noch nicht gelesen. Ich weiß nicht, ob das letzten Endes darauf begründet, dass so wirklich viele Lebensgeschichten auch in der Wirklichkeit aufgebaut sind und deswegen, dass wir uns deswegen irgendwie leichter dem verbunden fühlen können. Aber ich kann mir das gut vorstellen. Und ich finde es mega spannend, weil es ist wirklich so, gerade wenn wir einmal, es gibt, googelt mal The Hero's Journey. Du kannst so ein Bild dann quasi dir angucken und das ist das zusammengefasst sozusagen, wie die meistens aufgebaut ist und du wirst da sehr, sehr viel drin wiedererkennen. Wir sagen Herr der Ringe, wow, genau so, 1:1. Wir sagen Harry Potter, ja, 1:1, genau so, die sind alle ähnlich. Und es funktioniert aber immer wieder. Und das finde ich spannend.